Moin, liebe Leute, hier ist wieder Mensch Marek. Und erstmal, sorry an meine Klasse, eigentlich wollte ich das Video über euch machen, aber ich lasse es lieber, weil wenn ich irgendetwas Schlimmes über euch sage oder etwas Verletzendes, dann würde ich nur angemeckert werden. Wenn ihr im Video erwähnt werden wollt, dann schreibt mir einen Text, den ich vorlesen kann, damit ihr auch alle wissen, wie wundervoll ihr seid. Nun mein Thema, was ich euch sagen will, ist Musik. Musik ist ja dazu da, damit man Langeweile vertreiben kann. Oder Musik in einer Disco, auch ganz unterhaltsam. Und es gibt ja sehr viele Musikstilrichtungen. Sagen wir Techno, Rock, R&B, Hip-Hop, House, Electro. Ja, mir fallen jetzt im Moment keine ein. Falls ihr noch welche wisst, schreibt unten in die Kommentare rein. Meine Lieblingsmusikstilrichtung ist Techno. Dazu gehört auch ein bisschen Rock, Hip-Hop ab und zu. Hören wir alle gerne. Egal wo, im Bus oder beim Chatten, beim Zocken, ist immer irgendwie Musik dabei. Was ist denn eure Lieblingsmusikrichtung? Beschreibt es unten in die Kommentare rein. Da weiß ich auch über euch etwas Bescheid. Also das ist noch mein erstes Thema Musik gewesen. Das zweite Thema für euch lautet Mofa-Führerschein. Ein Mofa-Führerschein ist ja nicht so wichtig. Ist es normalerweise auch nicht. Autoführerschein ist ja auch nicht wichtig. Aber um einen fahrbaren Untersatz zu haben, macht man sowas auch gerne. Also ich finde, so ein Mofa-Führerschein lohnt sich eigentlich. Außer wenn man, sagen wir bei uns in Laumburg, wenn man jetzt in Laumburg wohnt und die ganzen Läden und sowas um sich hat, dann lohnt sich es gar nicht. Nimm einfach das Fahrrad, fährt dahin und kommt wieder zurück. Bei einer Mofa, wenn man zum Beispiel jetzt wie ich in Lüter wohne, dann lohnt sich so eine Mofa auch. Weil du nicht ständig auf den Bus warten musst, der nur zu bestimmten Zeiten fährt, sondern kannst du fahren, wann du willst. Außer wenn schlechtes Wetter ist. Da riskiert man das. Weil im Winter zum Beispiel, da kannst du mit diesen beiden Rädern schnell ausrutschen. Aber wenn es mal Sommer ist und nicht zu warm, nicht zu kalt, also sagen wir ideal, so um die 22 Grad, dann lohnt sich wirklich mit der Mofa zu fahren, einfach mal raufzusetzen, einen linken Kopfhörer oder einen rechten Kopfhörer reinzustecken. Rechts oder links ist egal. Ich nehme mal rechts, weil links der Verkehr ist. Ist sicherer. Oder nehmt gar keinen. Und dann hört ihr den Sound eurer Mofa. Ich meine, jede Mofa hat einen anderen Sound. Eine, die ist zum Beispiel ganz leise, kann aber auch ordentlich Tempo geben. Oder eine ist ganz laut. Ich mag natürlich lieber lautere Mofas. Der Sound hört sich einfach zu geil an. Wenn ihr da rumfährt, richtig... Anstatt, wenn ihr auf einer Mofa sitzt und so, das finde ich total langweilig. Ihr guckt doch auch Formel 1. Dann hört man auch den geilen Sound raus. Also mir persönlich gefallen laute Mofas. Auch wenn die oft stören, vielleicht wenn manche schlafen wollen, aber Mofa als Mofa. Wenn man damit rumfahren möchte, kann man nichts dagegen machen. Und was ist euch lieber, laute oder leisere Mofas? Also, wenn ihr noch ein paar Fragen habt über diese Sendung, über dieses heutige Thema, dann schreibt es runter in die Kommentare. Und, was soll ich noch sagen? War nett, euch heute hier das Video zu präsentieren. Und bis zum nächsten Mal. Und nochmal sorry an meine Klasse, das werde ich auf jeden Fall nachholen. Ciao.